Herzlich willkommen zum Euroblick. In Südeuropa gehen die Menschen auf die Straße gegen die Sparpolitik. Außerdem breitet sich der Wunsch nach Unabhängigkeit aus. In Zeiten knapper Kassen wollen einige nicht für Schulden anderer einstehen. Flandern, Schottland und Katalonien zum Beispiel pochen auf Eigenständigkeit. Italiens nördlichste Provinz Südtirol hat bereits umfassende Selbstverwaltungsrechte. Vor rund 100 Jahren fiel Südtirol von Österreich an Italien. Vor 40 Jahren wurde es nach langen Auseinandersetzungen autonom. Mit der Autonomie kehrte Ruhe ein. Ein friedliches Zusammensein verschiedener Sprachen und Kulturen wurde möglich. Doch seit der italienische Regierungschef Monti Geld abzieht und dem florierenden Norden mehr Lasten aufbürden will, haben die Separatisten Aufwind. Cornelia Küssner war vor Ort. Stolz sind sie und freiheitsliebend. Die Südtiroler, ein Bergvolk, umgeben von grandioser Landschaft. Doch streitbar sind sie auch. Lange haben sie für ihre Autonomie gekämpft. Einer der bekanntesten Südtiroler ist Reinhold Messner, Bergsteiger, Politiker und Museumsgründer. Auch ihm ist seine Heimat wichtig. Ich bin nicht Italiener, nicht Deutscher, nicht Österreicher, sondern Südtiroler und Europäer. Und ich wünsche mir, dass die Menschen in Europa früher oder später alle eben ein lokales Selbstverständnis haben und ein europäisches, aber kein nationales mehr. Bozen. In den 30er Jahren machte Mussolini eine italienische Stadt daraus. Heute leben hier 70% Italiener. In der gesamten Provinz aber sind deutschsprachige Tiroler in der Mehrzahl. Zwei Drittel zu einem Drittel. Seit genau 40 Jahren gilt jetzt das Autonomiestatut. Es sichert Südtirol die Gleichberechtigung der Sprachen, die Selbstverwaltung und 90% der Steuereinnahmen. Jetzt aber möchte Rom mehr von diesem Geld. Und die Separatisten, allen voran ihr Anführer Elmar Thaler, fühlen sich im Aufwind. Ich glaube, dass die Südtiroler nie vergessen haben, dass sie eigentlich keine Italiener sind. Nur natürlich in 50 Jahren hat es jetzt sehr viel steuerliche Förderungen und Zuschüsse aus Italien gegeben, die diese Erkenntnis halt vernebelt haben. Nun ist das Geld aus Rom alle und irgendwie lichten sich jetzt halt die Nebel und die Südtiroler fragen sich jetzt verstärkt und vermehrt, was machen wir denn eigentlich bei Italien? Da gehören wir nicht dazu. Ohne Rom in die Zukunft lautet die Parole. Seit Jahren schon macht Elmar Thalers Schützenbund damit Stimmung. Ein eigener Staat, Anschluss an Österreich oder Volksabstimmung lauten die Forderungen. Ein Sammelbecken für rechtes Gedankengut. Nun erhält der Schützenbund Zulauf, vor allem von jungen Leuten. Man muss schon sagen, dass das vor allem talabhängig ist und bildungsabhängig. Das heißt, man kann hier nicht generell von einem Rechtsruck bei den Jugendlichen sprechen, sondern das hängt immer sehr stark von den verschiedenen Tälern ab. Also ich bin selbst ein Bustertaler, ich komme aus Arntal und gerade auch aus diesem Tal sind sehr viele junge Leute, die vor allem rechtsgerichtet sind. Und das kommt bei mir schon eher Angst hervor. Als Lehrer weiß Manuel Raffin, dass einige seiner Schüler keine Lust mehr haben, Italienisch zu lernen, weil sie an einen schnellen Anschluss Südtirols an Österreich glauben. Ganz anders am Gymnasium, zum Beispiel hier im Pustertal. Der diesjährige Abschlussball steht gerade bevor. Also ich finde es überhaupt kein Problem, in Italien zu leben. Mir gefällt das Land und die Kultur und alles. Und ich kann mir auch jetzt nicht vorstellen, dass wir wieder zu Österreich gehören würden oder ein eigener Staat wären. Also, mir passt die Situation eigentlich recht gut. Momentan ist natürlich die wirtschaftliche Lage nicht so gut, weshalb auch Südtirol sparen muss. Aber damit müssen wir leider leben, weil wir gehören ja zum Staat Italien. Wir müssen auch einen Teil zur Schuldentilgung beitragen, aber im Großen und Ganzen ist das für mich eigentlich kein Problem. Auch in Bozen scheint das Modell Südtirol gelungen zu sein, sogar in umgekehrter Richtung. Selbst die italienischstämmige Bevölkerung steht zur Autonomie. Man ist zusammengewachsen. Zweisprachigkeit wäre allerdings wünschenswert. Mit den Deutschkenntnissen der italienischen Südtiroler ist es häufig nicht so weit her. Tedesco no. Nein, das sprechen wir nicht.
No. Sprechen Sie auch Deutsch? Ja, ein bisschen. Sind Sie hier aus Brot? Ja. Und wie lebt es sich mit der deutschen Minderheit? Gut. Bene. Bene, bene. Gut klappt das, ohne Probleme. Wir haben uns alle integriert. Zwischen den Weltkriegen waren die deutsche Sprache und Kultur verboten. Sie wohnen hier im italienischen Viertel? Ja, logisch. Schon 60 Jahre wohne ich da. Das war das letzte Haus, wo ich wohne. Da unten, danach ist alles gebaut worden. Und was ihr auch nicht gefällt, dass man die Südtiroler Produkte als italienische bezeichnet. Ja, was heißt italienische? Südtiroler Produkte gibt es da italienische. Wir sind in Südtirol und dort in Italien. Schon wo, dass wir in Italien sind, aber da ist einmal Südtirol. Da sind einmal unsere Produkte hauptsächlich. Für die italienischen Siedlungen und Industrien wurden damals Obstbauern und Winzer enteignet. Auch den 400 Jahre alten Hof der Familie Meier traf es. Dennoch kann Josephus Meier heute von Wein und Obstbau gut leben, durch Direktvermarktung. Mitten im Weinfeld erinnert ein Strommast an andere Zeiten, an die Feuernacht 1961, als Separatisten 50 Masten sprengten, um die vollständige Autonomie zu erreichen. Es sind sehr viele Masten gefallen, gerade diese Linie war betroffen. Diese Linie führt über die Eisenbahnlinie. Da hat man natürlich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, den Stromausfall und die Eisenbahn dann noch blockiert. In dem Moment natürlich hat man dann sofort reagiert und die Masten dann mit Stacheldraht geschützt. Barbara und Josephus Meier glauben, dass man die Vergangenheit irgendwann ruhen lassen muss. Sie haben sich mit Italien und der Autonomie arrangiert. Ihre 5 Kinder haben italienische Freunde. Josephus Meier gibt im Rahmen eines Projekts Italienern kostenlos Deutschunterricht. Also ich empfinde es schon als Zusammenleben. Ich glaube, der gegenseitige Respekt muss einfach sein. Und es ist notwendig, dass man auch die Sprache des anderen erlernt. Doch die Separatisten werden immer lauter. Für die Landesregierung Bozen ein doppelter Spagat. Zum einen der Ausgleich zwischen Südtirol und Rom, zum anderen im eigenen Land zwischen Separatisten und Gemäßigten. Wir sollten versuchen, Grenzen nicht mehr spürbar zu machen, Grenzen abzubauen, die europäische Zusammenarbeit fördern und so weiter. Wir sollten schauen, dass die Autonomie immer mehr ausgebaut wird, noch stärker gemacht wird und so weiter, dass wir über die Geschicke in unserem Lande aufgrund eben der internationalen Abkommen selber entscheiden können. Das schon, aber einen eigenen Staat ist nicht realistisch. So denken wohl noch die meisten in Südtirol. Eigenständigkeit und Anschluss an Österreich sind Ideen von gestern. Die letzten 40 Jahre als autonome Provinz haben Sicherheit und vor allem Wohlstand gebracht. Anders allerdings, wenn Italien unter der Schuldenkrise noch weiter in Schieflage gerät. Dann könnte sich die Idee einer Abspaltung Norditaliens auch in Südtirol ausbreiten. Die Besonnenen warnen davor und beschwören die Vision Europas. Ich bin der Meinung, dass wir alle uns in Zukunft bemühen müssen, europäisches Selbstverständnis im Bürger entstehen zu lassen. Weil sonst kriegen wir das gemeinsame Ganze nicht hin und dann zerbröselt sowieso dieser ganze Kontinent.